heiße dich alle herzlich und zu Final Fantasy 14. Warum heißt der Edelstein? Das ist nicht aus dem Edelstein. Bring alle Kästen zu mir, die dir verdächtig vorkommen. Unsere Pioniere werden sie untersuchen und gegebenenfalls sie zu nennen schaffen. Verdammt, so viele Kisten. Wir hätten hier alles in Schutt und Asche gelegt. Unsere Pioniere werden sich sofort um die Entschärfung kümmern. Die anderen haben auch noch ein paar Kisten gefunden. Das dürften nun aber wirklich alle gewesen sein. Hoffe ich zumindest. Die Gefahr, die von den Galeern ausgeht, ist jedoch keineswegs gebannt. Einer unserer Spione hat mir eine beunruhigende Warnung überbracht. Oh, lass hören. Warum habe ich keinen Sound? Ja, deshalb. So, jetzt habe ich Sound. Unser Spion hat beobachtet, dass kürzlich eine Einheit galeischer Soldaten aus Castrum Meridianum ausgerückt ist. Sie war nicht groß genug, um die Erdseimfabrik direkt anzugreifen. Daher vermuten wir, dass die Galeer auf Beute aus sind. Vielleicht wollen sie unsere Versorgungslinien überfallen. Die Kristallstreiter wurden bereits darüber informiert und planen die Verteidigung. Ich hoffe, du wirst Hauptmann Allier dabei unterstützen. Als weitere besprichst du am besten direkt mit ihr. Ich sehe es ja schon kommen, dass ich diese Mission auf schwer machen muss. Also ich meine, das ist Meridianum schwer, diese Instanz. Nun heißt es wieder warten wahrscheinlich. Ah, da bist du ja. Hat Edelstein Bescheid gesagt? Galeische Soldaten in voller Kampfmontur sind aus Castrum Meridianum ausgerückt. Offensichtlich haben sie sich in zwei Gruppen aufgeteilt. Der Haupttrupp befindet sich nördlich, bei Dalamuts Clown und ein kleiner Nebentrupp hält sich irgendwo dort westlich von ihr versteckt. Ist doch klar! Während der Haupttrupp einen Ablenkungsangriff auf die Fabrik durchführt, wird der Nebentrupp versuchen, sich auf das Fabrikgelände zu schleichen, um Vorräte zu rauben. Hauptmann Ilbert! Wie ich sehe, sind euch die Kriegerin des Lichts und die Exegeten bereits zu Hilfe geeilt. Das beruhigt mich. Ich bin mit der dritten Einheit angerückt, um die vierte zu verstärken. Wer weiß, welche Geschütze die Galeer auffahren? Danke, Hauptmann. Zusammen verfügen wir über genügend Kampfkraft, um einen Präventivschlaf in... Schlag. Ja, genau, Schlaf. Legen sie schlafen. Präventivschlag in Erwägung zu ziehen. Richtig, das halte ich für eine gute Idee. Angriff ist bekanntlich die beste Verteidigung. Und außerdem wäre es doch hochriskant, in der Nähe der Erzheimquellen zu kämpfen. Besser willkommen den Galeern zuvor. Ja, es wäre gut, wenn die Galeer gar nicht erst in die Nähe der Fabrik kämen. Wer weiß, welche Zerstörung sie sonst hier anrichten. Also Leute, ich schlage vor, wir knöpfen uns zusammen mit der vierten den Haupttrupp der Galeer vor. Seid ihr bereit? Gut, gut. Gleichzeitig wird die dritte Einheit den Nebentrupp erledigen. Kriegerin des Lichts, kannst du dich ihr anschließen? Sehr gut. Melde dich vom Tor bei Hauptmann Juju Hase, sobald du bereit bist. Was ist los? Meine Nase ist auch anders so voller Schleim. Ist mein Mikro überhaupt richtig an? Ja. Ich hatte das Gefühl, die Nadel geht nicht so weit hoch.
Ich teste aber trotzdem nochmal die Lautstärke, ob ich gut zu hören bin. Habe ich mir schon fast gedacht. Alles mal auf 50. Obwohl... Ich lasse es erstmal so. Ich habe mich ja eigentlich hören können. Auch ziemlich gut. Trotzdem irgendwie leise, glaube ich. Nee, ich mache noch ein bisschen was dran. Oder, ach nee, komm, lass mal erstmal. Ich frage den nächsten, der in den Stream kommt, ob meine Lautstärke so okay ist. Oder ich gehe einfach näher ans Mikro. Das ist sowieso bekanntlich besser. Es ist mir eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen, des Lichts. Das wird meinen guten Ruf beflügeln und hoffentlich auch meinen Sold in die Höhe schnellen lassen. Das Überfallkommando der Galea hat sich in kleine Grüppchen aufgeteilt, die hier ganz in der Nähe lauern. Am besten teilen wir uns ebenfalls auf. Hier, ich markiere ein paar mögliche Verstecke auf der Karte. Sieh dort nach und scheuch die Galea aus ihren Löchern. Nach getaner Arbeit treffen wir uns wieder, hier vor dem Tor. Viel Glück! Dann wollen wir mal. Hilfe! Werde angegriffen! Oh, eine feindliche Präsenz. So. Nur noch du. Wow, nice. Was? Das war's? Ich glaube, es sind mehr. Da ist ein Dungeon. Ich habe gerade den Dungeon gesehen. Also gibt's den Dungeon. Komm, ich muss eigentlich nur noch den töten. Du bist nur Zusatz. So. Hey. Fate. Nein, danke. Ich würde aber so gerne eigentlich noch Fates machen, aber... Ich will erstmal die Story machen, bevor ich mich selbst irgendwie ans Fates mache oder so. Ha!
Den haben wir es gezeigt, was? Leicht, was nicht, muss ich gestehen. Besonders ihre Magitech-Maschinen haben uns ganz schön eingeheizt. Überhaupt, hier ist es mir ein bisschen zu gefährlich für meinen Geschmack. Bin ich froh, wenn unser Einsatz hier erledigt ist. Ich liefere noch schnell meinen Bericht bei Alien ab und dann ab zurück in die Sonne. Übrigens, überbring du bitte, Edelstein, die gute Nachricht von unserem erfolgreichen Einsatz. Vor einem Überfall der Galia braucht er sich nicht mehr zu fürchten. Irgendwas läuft so schief. Irgendwas ist hier im Busch. Ich trau da dem Ganzen hier nicht irgendwie. Bringst du eine gute Nachricht? Ihr habt das Überfallkommando in die Flucht geschlagen. Gepriesen sei Rogro. Da wird den Technikern der Amalgina Bergbau AG aber ein Stein vom Herzen fallen. Ebenso wie mir. Tausend Dank. Tod nicht leben. Der Präventivschlag gegen den Haupttrupp war ebenfalls erfolgreich. Und die meisten deiner Mitstreiter vom Bund der Morgenröte sind bereits abgereist. Nur eine nicht. Die stattliche ruhigen Dame wollte hier in der Nähe noch etwas erledigen. Was auch immer sie vorhat. Vielleicht kannst du ihr dabei helfen. Freut sich bestimmt, dich zu sehen. Natürlich tut dir das. Brauch bestimmt wieder meine Hilfe. Weißt du eh schon, was los ist. Da gibt's noch ein Problem, was wir lösen müssen. Da ist gerade ein nerviger kleiner Basilisk. Was willst du? Tschüss. Ach, der Ariman macht hier Stunk. Ach ja, wir wollten ja den Kristall haben. Stimmt ja. Sekunde noch. Gleich ist alles eingestellt. Gefällt dir meine Beute? Tja, manchmal geht einfach die Axt mit mir durch, weißt du. Ich weiß. Wie Orangé immer meinte, eine Axt steht einer Gelehrten nicht zu Gesichte. Was soll ich sagen? Ich mag Äxte. Schnell handeln erspart mir das Nachdenken. Nicht, dass ich nicht gern denken würde. Ich erinnere mich oft an den Mann, der mir die Freuden des Lernens gezeigt hat. Auch wegen ihm bin ich diesmal nach Eorzea gekommen. Und natürlich wegen Orangé, dem alten Umstandskrämer. Ein Wunder, dass wir überhaupt miteinander ausgekommen sind. Tja, das Leben ist schon seltsam. So, das wär's. Ja, das sieht doch gut aus. Bei der Stärke sollte auch die Umgebung nicht aus dem Gleichgewicht kommen. Hast du das Licht gesehen? Das ist der Äther, der aus dem Kristall evaporiert. Wie wir daraus einen kräftigen Strahl bündeln, muss ich mir noch überlegen. Aber immerhin ist das Problem der Energiezufuhr gelöst. Daraus basteln wir dir eine erstklassige Lichtklinge zusammen. Du wirst sehen. Ich grüße dich, Kriegerin des Lichts.
Ein Archeon. Verflucht. Er will uns aufhalten. Das Zeichen der Schaleana. Eine Wiederkäuerin des Wissens, getrennt von ihrer bücherblätternden Herde, hm? Ich verstehe zwar nicht, was du da faselst, aber es klingt mir verdammt nach einer Beleidigung. Deine Instinkte leisten dir gute Dienste. Aber komm, leg doch wegen mir nicht dein hübsches Gesicht in Falten. Lass mich meine Worte an jemanden richten, der sie versteht. Endlich begegnen wir uns, Kriegerin des Lichts. Ich bin Nabrealis. Und du bist mir schon lange ein Dorn im Auge. Da ertrage ich Lahabreas wichtigtuerische Präsenz, um einer Sterblichen die Kräfte einer Göttin zu verleihen. Und du machst alles zunichte. Wer wird denn gleich mit der Axt ins Haus fallen? Du musst zugeben, es war Notwehr. Moment mal. Wo ist denn deine Gabe? Ich spüre ja gar kein Licht von dir ausgehen. Heidelin, hast du deinen Schützling im Stich gelassen? Wozu verschwende ich hier meine Zeit? Du bist keine Gegnerin für mich. Ja, und besser noch. Das Siegel ist gebrochen. Der Stab ist so gut wie mein. Damit werde ich mich über alle erheben. Merk dir meinen Namen, erloschenes Lichtchen. Nabrealis wird den Willen Zodiacs zum obersten, zum einzigen Gesetz der Welt machen. Weg ist er. Das darf doch nicht wahr sein. Nabrialis? Einer der hohen Ascheons etwa? Aber dieser Stab muss ja ein tolles Ding sein, dass er sich so darauf freut. Bei den Göttern. Er meint Tupsi Mati, den Stab von Louisoir. Minfilia ist in Gefahr. Wir müssen schleunigst in den Sonnenstein zurück. Oh. Da kam uns doch glatt ein Ascheon über den Weg. So, mit der muss ich nicht reden. Auch nach Geister soll. Alter, willst du mich verarschen? Da bin ich. Da stehst du die ganze Zeit da und erst jetzt willst du mich töten? Ich hätte dich am Leben lassen. Kleiner Pisser. Muss ich mich wieder porten? Das ist doch... Genau da, wo der Teleport schon fast fertig war, da bin ich angegriffen, der Pisser. Ich war fast weg. So eine Frechheit. Und ich habe bald wieder schon wieder zu viele Items. Ich glaube, ich müsste einfach mal ein paar Items lagern. Kommst du hier endlich?
Tupsimati wird im Saal der Morgenröte aufbewahrt. Nichts wie hin. Hoffentlich ist mit Filia noch nichts passiert. Den 12 sei Dank. Die lichtlose Kriegerin. Hast du vor, mich aufzuhalten? Lichtlos? Was soll das heißen? Oh, gar nicht informiert? Ich dachte, du wärst die Anführerin dieser Truppe. Die besondere Gabe der Kriegerin des Lichts hier hat mir bisher den Zutritt verwehrt. Gegen die ursprünglichen Vila, Brea und den Paraklet hat euch das nicht viel geholfen. Aber wer, wie ich, von einer anderen Welt ist, hat eben immer das Nachsehen. Doch damit ist es nun vorbei. Ich weiß, wann es Zeit ist zu handeln. Jetzt! Die nächste Löschung komme! Löschung? Dann wart ihr also tatsächlich am Untergang Vals schuld und am Verschwinden der Forscher. Schluss jetzt mit dem Kauderwelsch! Leana, so viel Wissen, so wenig Verstand. Was willst du mit dem Stab? Das ist doch nur ein Erinnerungsstück und dazu noch zerbrochen. Muss ich dich über deine eigene Kollektion aufklären? Tupsimati, oder eher die Steinplakette darin, besitzt außergewöhnliche Kräfte. Zusammen mit dem Horn der Stabspitze ist sie in der Lage, riesige Ätherflüsse aus der Umgebung zu extrahieren und zu konzentrieren. Oder wie sonst, glaubst du, hat der alte Louisor eure 12 Götter beschworen, ohne einen einzigen Kristall? Gebete allein reichen nicht. Man braucht Massen von Äther. Das weiß doch jedes Kind. Herzlichen Dank für die Aufklärung. Damit ist wohl klar, dass ich dir den Stab nur über meine Leiche überlasse. Was für ein egoistisches Mädchen. Es wäre mir ein Vergnügen, dich auszulöschen. Nur würde sich der Paraklet beschweren. Aber wenn du mir nicht gibst, was mir gehört, dann nehme ich dich eben mit. Folg ihnen. Schnell. Mach schon. Gleich schließt sich der Spalt. Chrysalis nun zugänglich. Es ist eine Prüfung. Geil. Ich liebe sowas. Teilnehmen. So, und während wir warten, mache ich vielleicht nebenbei noch was anderes. Aber erstmal gehe ich auf Klo.
Bis gleich.